Wie versprochen, treffen wir uns jetzt nochmal zum alternativen Ende. Das dauert ein bisschen länger, deswegen ist das wirklich ein eigener Part. Und das Erste, was wir tun müssen, ist, glaubt es oder nicht, verlieren. Oh, ist das die Attacke, die alle tötet? So wird diese Welt doch alle. Ich kann nicht böse lachen, wie man mir gesagt hat. Ist egal. Ich hab's geschafft. Ich hab Sailor Moon besiegt. Jetzt kann ich alles regieren. Die Welt. Selbst die Zeit. Alles. Hör sofort auf. Hä? Du bist. Ein bisschen früh, um zu feiern, findest du nicht? Chibi Moon! Was willst du? Was heißt Ron? Giftzwerg? Keine Ahnung. Ich werde dich anstelle von Sailor Moon besiegen. Ha, verrückt. Selbst Sailor Moon konnte mich nicht besiegen. Also, was kannst du schon tun? Meiner Stärke, mit meiner Kraft werde ich Mama, Papa und alle anderen beschützen. Böse Leute wie dich werde ich bestrafen. Im Namen des zukünftigen Mondes. Falls ihr euch jetzt denkt, wie kann ich mit dem krüppeligen Team, was ich da habe, die besiegen, ihre Werte sind jetzt sehr, sehr gering. Das heißt, sie hat weniger Angriff, weniger Verteidigung und diesen K.O.-Schlag kann sie nicht mehr. Und sie hat auch viel weniger Health Points. Also, es sollte jetzt nicht allzu schwer sein, hoffe ich. Nee, Chibimu muss erstmal hier. Und wir haben eine ganz komische Zusammensetzung hier jetzt. Also, ich hätte die jetzt alle nicht so hingestellt. Ist egal. Und die jetzt setzen jetzt einfach mal alle ihre stärksten Waffen ein. Ihr seht also, die kann uns gerade gar nicht so viel anhaben. Und dabei sind die Mädels gar nicht mal so gut trainiert. Seht ihr, was die abziehen? An Punkten, meine ich. 9999, what the fuck? Ja, cool. So, trotzdem kann Chibi Moon ja alle mal heilen. Wir haben ja noch ein bisschen. Mal gucken, wie die normalen Attacken so wirken. Wir könnten ja auch einfach mal einen Kolonia einsetzen. Ich habe ja noch genug. Aber es wäre mal ganz lustig zu sehen, wie sie jetzt so die normalen, also Standard-Kicks und so reinhauen. Oh, 4 Punkte und das bei Chibi Moon. Okay. Da müssen wir jetzt kein Dingens für nehmen. Oder doch? Ach ja, ich habe jetzt Bock, so einen Ballon hier zu nehmen. Gucken, was Chibi Moon abzieht. Bah, wie peinlich, 5552 Punkte an Chibi Moon zu verlieren. Ihr merkt, das ist alles total Lacher. Können wir ja all die coolen Attacken einsetzen, die wir vorher noch nicht eingesetzt haben.
Seifenblasen, fliegt. Naja, immerhin läuft der Punkt hier. Okay, die setzt man nicht nochmal ein. Na, was habe ich gesagt? Der Kampf ist total lame. Ich hab's geschafft! Ich hab Mama und Papa gerettet! Ja. Selbst so wie du aussiehst, bist du immer noch eine Sailor-Kriegerin. Das hast du gut gemacht. Aber ich werde hier nicht besiegt sein. Nicht fallen eigentlich, aber egal. Nimm das! Hä? Wo kommt der denn her? Amsha! Ich beschütze dich mit meinem Leben. Oh, ist das süß. Sis! Du bist in Apsu, stimmt's? Das sind die Schwestern, an die ich mich erinnere. Deine Schwester hat sich entschieden, eins mit mir zu werden. Lüg nicht. Es stimmt, Amsha. Schwester! Ich werde alles zerstören, was dir... was gemein zu dir ist. Die Welt, die vom Silberkristall beschützt wird und die Prinzessin. Schwester. Als Mama und Papa gestorben sind, hast du mich beschützt. Auf die Art und Weise mochte ich dich lieber. Die liebe Schwester, die ich hatte. Die, die ich mochte. Die eine, die du mochtest? So eine Pest. Ich werde deinen Wunsch erfüllen, dich mit der Prinzessin töten. Hä? Ich kann mich nicht bewegen. Das kann nicht sein. Sins Geist kontrolliert mich. Jetzt, Chibi Moon! Benutzt den Silberkristall! Okay! Moon, Purisum Power! Meine Stärke schwindet! Mein Körper verschwindet. Amsha! Was ist los, Amsha? Lady. Das bedeutet Lebewohl. Jetzt, wo Apsu weg ist, werden die... wie soll ich das jetzt sagen? Moment. Jetzt, wo Apsu... Nee, genau. Jetzt, wo Apsu wächst, werden die Schicksale von den beiden wieder normal. Also auch das von Amsha. Amsha, wirst du sterben? Lady, ich werde nicht sterben. Ich werde nur ein Schicksal ohne Apsu verfolgen. Also, ich werde nicht sterben. Amsha! Amsha! Luna, Amsha ist weg! Hilf ihm! Hilf ihm! Amsha. Po. Ich kann Amsha nicht mehr sehen. Das ist nicht wirklich warm. Wirklich? Aber... Amsha und Sin würden andere Leben leben. Selbst wenn du Amsha triffst, würde er dich nicht mehr kennen. Er würde nicht? Nein, 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 ich will das nicht. Chibiusa. Es ist doch nicht so, als wäre Amsha tot. Ihr könnt wieder von vorne anfangen. Nein, das wird nicht funktionieren. Warum nicht? Wenn sich Amsha und Chibiusa wieder treffen, könnte sich das Tor des Schicksals öffnen. Dann würden die Oppositio Senshi... Nein! Also könnte sie Apsu auch wiederkommen? Nein, das ist aber zu gemein. Aber... Als wir uns von unserer eigentlichen Zeit wegbewegt haben, könnte das den Effekt geschwächt haben und er könnte das Tor nicht erreichen. Vielleicht, aber... Das würde immer
Das würde immer noch weit in mehrere Jahre in der Zukunft liegen, in denen Anschau und die kleine Lady nicht zusammen sein können. Nein, Anja! Chibiusa. Oh. Ist okay? Mir geht's gut. Anja! Wer bist du? Woher kennst du meinen Namen? Ha? Ach, ist nichts. Sorry. Oh, das ist... Oh, danke, dass du das für mich gefunden hast. Dieser Anhänger. Der? Ich weiß nicht, woher ich ihn habe, aber ich habe ihn schon sehr lange. Wenn ich ihn habe, fühle ich mich glücklich. Das ist mein besonderer Schatz. Anja, bist du okay? Ja, mir geht's gut. Sorry, kleines Mädchen. Bist du in Ordnung? Ja. Haben wir nicht... Nee, das habe ich mir nur eingebildet. Lass es gehen, Anja. Okay, Schwester. Wohin gehen wir heute? Heute? Anja. Kleine Lady. Puh, ist das richtig? Ja. Er hat ein Leben ohne Kämpfe gelebt. Wenn er uns wieder begegnet, dann könnte er erneut in das Schicksal voller Kämpfe gezogen werden. Okay. Kleine Lady. Lass uns gehen, Puh. Anja, ich werde dich niemals vergessen. Ich liebe dich. Oh, das ist aber süß. Aber sich direkt eine Staffel später in Pegasus verknallen. Dann auch nochmal in Peru im vierten Film. Oh, das war schon der Abspann. Hey, das ist das Ende gewesen. Ich dachte, es kommt noch ein bisschen mehr. Gut, das war das immer noch Happy Ende, weil die Apsu besiegt wurde und die Welt gerettet wurde. Aber traurig war es trotzdem, oder? Ich meine, es ist Chibiusa und ich mag sie nicht. Aber die beiden waren doch süß zusammen, oder? Naja. Das war jetzt also der endgültig allerletzte Part von diesem Spiel. Und ja, ich hoffe, das alternative Ende hat euch irgendwie gefallen, bewegt oder was auch immer.